Hör mal, Junge, das ist kein Aufzug. Aggressionsbewältigung. Hallo, da sind wir wieder. Hi. Aber ganz sozial nicht angezählt. Was es für ein Raum ist, ganz einfach. Das ist der Raum hinter der Tür. Tada! Weil wir die Schlüsselkarte tatsächlich gefunden haben, lag eine Leiche im ersten Gebiet. Mal so sozial, gehen wir direkt weiter. Und von verkehrt rum, oder? Nee. You are now in the inner courtyard of the research establishment. Two days ago, Zombie. The UNN rescue team arrived. Shortly after landing, they reported that they had been attacked. Soon afterwards, we lost radio contact with them. Try to discover what happened and find the men. I guess I know what happened. Showdown happened. Once again. Gut möglich. Ich finde es faszinierend, dass hier Defective mit K steht. Wo? Auf der Schrotflinte. Ich bin rausgetappt worden aus dem Spiel. Okay. Ach, weil ich angeschrieben wurde. Okay. Moment. Ja. Ich muss kurz sagen, dass ich nichts sagen kann. Was haben wir schon? Schneemobil und so weiter. Und es schneit immer noch. Was kann man groß dazu sagen? Achso, man kann... DB. Genau, das könnte man dazu sagen. Ja, was man jetzt leider verpasst hat, ist die kurze Meldung, hey, du hast es geschafft, die Tür aufzumachen, das ist toll. Wenn du da reingehst, schießen haben Möglichkeiten nicht auf alles, was sich bewegt, es könnte sein, dass da noch Überlebende drin sind. Das war's. Ich gehe zuerst in diesen kleinen Raum, weil es so viele große Ausgänge gibt, Sicherheitskamera. Ja, gehört. Wir warten erstmal, bis sie sich wieder beruhigt die hat. Wir können auch anders sie kaputt. Gehen. Ich will da aber rein. Ja, Zeitmanagement. Wir müssen hier so später rein. Audiolog. Haha. Ja. Jetzt schon, oder? Ja, denke ich jetzt schon. Gee, Paul, I know you're right. This constant bickering with Professor Grimm is unbearable for me as well. I tried more than once to speak reasonably with him, but no such luck. So eaten up by his abnormal ambitions and obsessed with his research. He breaches security again and again. He doesn't give a damn if he jeopardizes the crew or not. I don't think he considers these safety regulations to be important. He looks upon them as an obstacle. I'm sure he looks upon me the same way. Das sind jetzt Arbeitsverhältnisse. Mhm. Upsiamp. Egal, brauch ich nicht. Hier liegt Milka für dich und ein Apfel. Ja. Wie klein Kampf mich und die scheint... Läuft. Okay, die scheint aus zu sein. Halt vom Display her. Ist nur dunkel. Das ist allerdings schön, so ein Mengenrabatt hier. Echt? Ja. 6 Munden für 60 ah, ja. Und 12 für 100. Ja. Und mit Hacken noch weniger. Noch eine Lok. Direkt. Ja. You bloody greenhorn. Is it too much to expect you to order supplies in on time? It's been 2 weeks since I told you that I needed new polish for my Jeep and now you tell me you haven't even ordered it yet. It will be at least 3 weeks before we get another delivery from Earth. What do you think I'm going to polish my Jeep with in the meantime? You will shovel snow tomorrow with Ross as punishment. Have a good time. And don't forget to order new gas cans in good time. Da ist jemand schlecht gelaunt. Ich hab mein Inventar jetzt randvoll mit verschiedensten Waffen. Ich seh's. Außerdem der Tatsache, dass die alle Munition enthalten. Ach, es ist also viel einfacher als in Infinite. Ich würde sagen, für die Leute, die es nicht wissen, ich spiele nebenbei so Beta, Alpha, was weiß ich, was Playtester für Prism Shock Infinite 2. Und ja, good times.
Beispielsweise gehen sämtliche Energieladestationen nach dem ersten Benutzen kaputt, die ich bisher gefunden habe. Willst du das Endurboost nicht haben? Was für ein Endurboost? Ich hab schon eins. Was an? Ja, aber hier unten liegt noch eins in der Kiste. Du schwimmst durch den Raum. Trotzdem schon eins. Und zwei kann ich gleichzeitig nicht verwenden. Hast du hier schon durch? Ja. Ja. Deswegen tut mir leid, wenn ich mich darüber freue, dass Sachen einfacher sind als in Infinite. Was durchaus häufig vorkommen kann, weil das Spiel doch ein bisschen was komplizierter gemacht wurde. Shooting Range. Eine Laserpistole aufgehoben, ich dachte, das ist ja Munition. Boah. Hör mal. Wo ist du ein Augenarzt? Es ist dunkel. Wie gut ist sie denn? Die ist gleich noch besser, wenn ich es schaffe. Wenn sie nicht 7 ist, kannst du es dir sparen. Ich habe schon eine mit 7 und die kannst du. Die ist 7. Okay. Ja, dann eben nicht. Was denn? Schmeiß mir eine Laserpistole ins Gesicht. Ja, meine, die ich schon habe. Und wenn du schon die mit 7 am Modifizieren warst, dann brauche ich die alte ja nicht mehr. Dieser Raum ist langweilig leer. Ja, du kannst die neue auch wieder, du kannst auch die alte wieder nehmen, weil ich die eine nicht modifiziert gekriegt habe in der Zeit. Achso, ja, ich habe jetzt gar keine mehr, weil du beide im Inventar hast oder so. Ich habe dir beide, ich habe die eine wiedergegeben. Hast du? Ah, okay, ja. Die andere dürftest du noch haben. Tatsache. Ich hatte die einfach so lange mitzunehmen, weil noch Energie drauf ist. Nö, brauchen wir noch nicht. Ja, kletter du zuerst hoch. Ja. Oder auch nicht. Doch, da ich bin. Hoch. Okay, die Leiter hat mich umgebracht. Auf der Leiter? Wie immer. Na gut. Ja, weil ich mich einfach an der Leiter am Ende umdrehe, wie es sich gehört, um dann da runter zu kommen. Und da ich dann irgendwie nicht hüpfe, sondern einfach an der Leiter wieder runtergleite und die Leiter nicht mehr greifen kann. Und ich falle. Das ist schwierig, was nehme ich denn? Hier oben ist wieder ein OS-Upgrade. Deswegen. Oh. Bin ja auch bald wieder da. Da ist ja nicht lang. Hi. Hi. Die Einheiten sind viel zu hoch am Hängen. Ja. Noch höher als die in der Dings, glaube ich. Echt? Also ich glaube, die sind ja ein Stück weit höher. Dicken vielleicht. Achso, ich wollte meinen, war das das Cyberwert? Weißt du, welchen Wert die Maximalladung erhöht? Welcher, nicht welchen? Der Unterschied. Moment, das müsste. Ich glaube fast ja. Mal schauen. Level 2, das heißt, dann müsste ich jetzt theoretisch in Lage sein, Sachen auf über 100 zu bringen. Nope, der war's nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich gerade auf meinem Brown Boost noch 106 habe und das andere habe ich auf 120 hochgeladen. Let's experimentier. Moment, tust du lieber nicht, ich lese mir nochmal alles durch, weil. Habe ich schon. Geht nichts zu. Es muss irgendwas sein, was ich auf 2 Punkte hochgedrückt habe. Auf 2 weitere. Ich habe Cyber auf 2. Ich habe Ausdauer und ich habe Stärke auf 2. Ja. Den habe ich also schon auf 3, bis auf Cyber habe ich auf 2. Das muss noch was mit Tech sein. Ach, ist egal, ich kann ja momentan noch mit 100 leben. Und wir finden es dann nächstes Mal raus. Oh, eine Dachterrasse.
Ich gerade, was ich jetzt noch aufwerten will. Ich will eigentlich Cyber haben, aber. Beziehungsweise ich will Modifikationen ein. Nee, ich meine, es war hier. Doch, es war modifizieren. Aber dafür fehlen mir Punkte. Und ich weiß noch nicht, welches Upgrade ich nehmen will. Immer noch nicht. Ich weiß nie, was mein zweites Upgrade sein soll. Ging mir eben ähnlich. Habe eigentlich ja wieder vor, den Roboter schlechter zu nehmen und dann da wieder die Naja, es Dings scheint hier ein, rauszukriegen. ja klar, es scheint hier ein paar davon zu geben, von daher sehr günstig. Muss das mal wiederfinden. Cyber Simulation da. Ui, Lämpchen. Ein wirklich schöne Skybox hier, in nebligen Tälern. Breaking the Law und so. No. Medikit, Lock, für Schemei. Link. Ach, da oben sind die ganzen Chemikalien, jetzt sehe ich sie erst, Jo. ups. Brauchst du davon eigentlich irgendwas? Nein, ne? Weil wir haben gar nichts, was wir researchen könnten. Genau. Vielleicht finden wir ein Stückchen Eis demnächst. Hack 1. Au. Oh, hallo. Und es leuchtet rot. Rot ist gut. Beim Konstruktionsgerät. Jetzt habe ich was zum Erforschen. Yay. Braucht keine Chemikalien. Lab Assistant hast du hier im Kabinett übrigens. Ah, das ist gut. Hätten sie es gewusst. Das mache ich raus. Ein Dopus brauche ich gerade nicht. Wenn die mir Hacksoftware anbieten, dann muss man gleich irgendwas hacken können. Also die probiere ich nicht. Ja, ich habe mich umgeschaut. Hallo? Ja, ist ja gut. War schon abgeschlossen. Bitching Betty bitcht nicht mehr. Hier unten ist übrigens auch eine Forschungssoftware noch, ne? Die Leute das nehmen können. Ist egal. Ist ja schon fertig. Und da bereit noch eine Lok. Nehmen wir die gleich jetzt, oder? How did he find harmless? Your probe injured three of my men. He was downright aggressive and attacked us with an iron rod. Well, I sorted out the problem. If you still need your probe, go and retrieve him from the mortuary. The UNN doesn't pay me to babysit the results of your experiments, and I don't care a rap for your genetic engineering nonsense. I'm responsible for security on Polaris 32AO, and if you're not able to keep your probands safely contained, then I will dispose of them. Don't forget that your probands were criminals who had been sentenced to death, so they were already a high security risk before you began your experiments on them. Und da kommt der Cyberpunk. Was ich interessant fand? Was denn? Ich habe gerade Dexterity Pills gefunden und genommen. Ach so, ja, das ist praktisch Habe ich schon gesehen. Runfast. In ganz kurz. Und ich habe auch noch eine Hypo für dich. Nein, habe ich nicht. Sorry, dass ich gelogen habe. Tut mir nicht leid. Boah, asozial. Einfach. Waffe und Alt. Waffe. Da von der Hinterausgang jetzt von dem Teil, ne? Ja. Ja. Chips. Zick Bay. Von wo von da? Auf jeden Fall habe ich nicht gesehen, wo es herkam. Ja, hängt an der Decke. Ah, okay. Ist es Die kaputt oder nicht? Laserkanone Returns. Nee, ist noch nicht kaputt. Ich habe nur Standardmunition. Keine Panzerbrechende. Kaputt. Okay. Ich überlege gerade, kann man die Dinger vielleicht auch hacken? Wäre interessant. Da, du kommst doch gar nicht bis dahin, um die zu hacken. Es gibt auch eine Psi-Fähigkeit, mit der man fernhacken kann. Ah. Zwei Module.
Antitoxin-Serum für dich. Da. Auf der Anrichte. Ja. Die Anrichte. Ah. Hast du schon wieder angerichtet? Der Raum sieht wichtig aus. Hallo Roboter. Moment, Panzer bräuchte eine Munition. Oh, das sind die großen Militärroboter. Der hat rein zufällig eine ganze verdammte Menge Leben. What? Unfortunately, this also means that you'll get no help from the rescue team. Intentional in the attempt. Find out what the hell is going on around here. Oh. Direkt in dem Shuttle von mir aus. Wir sollten erst woanders lang gehen, weil ab hier wird irgendwie alles drastisch schneller, schwerer plötzlich. Vor allem ist ja hier erstmal so ein Sicherheitstor und es klingt alles falsch für mich. Du. Du brauchst wieder ein Hybrid. Ja, der kann mich mal. Haben wir noch keinen? Okay, kann er nicht. Okay. Also tot. Kappe, wo hängst du? Eine Kappe. Hier hinter dem Auto. Kann man da rein? Nein, da braucht eine Batterie für. Dann gehen wir in der ersten Hälfte die Seitengänge lang. Jo. Nein. Noch mehr Viecher. Ja. Cargo Bay, da wird bestimmt. Okay. Eine Karte für gebraucht. Dann links. Ja. Und da sehe ich ein Routerschild, das heißt nichts Gutes. Der kann aber da rein. Eine Lok ist da auch. Jo. Jetzt. Wow. I can't believe it. Commander Kingsley's got me shoveling snow. You can write off our beer this evening, because I have to shovel out the whole courtyard. Why? Well, I don't actually remember. I mean, you know I downed a lot of beers last night. Dr. Harper did complain about me, though, because of sexual harassment. Allegedly, I told her she had a super deaf tush. Boy, I must have been really plastered. Anyway, the commander gave me a tongue lashing, which made my thick head nearly burst, and then he pressed a snow shovel into my hand. I figured, who cares? I have my laser pistol. I can melt the snow with it in no time. But the commander must have read my thoughts, because I had to hand over my laser pistol to him. Bloody hell. Hi. Das Teil dreht sich schön. Gut ist gar nicht, es bewegt sich kein Zentimeter. Ja, hat es bei mir eben gedreht und ist jetzt hingefallen. Niemals. Nebenbei, renn nicht so vorweg vielleicht. Du bist ein Stück schneller, weil du mehr Wendigkeit hast als ich, glaube ich. Ja. Und die nächste Lok. Man braucht fast gar nichts mehr sagen hier. Ruhig. I changed the code for the security station as ordered. The new code is 83993. We are still experiencing problems with the security cameras. They set off the alarm no matter who passes them. Ah, okay. Deswegen sollte man keine selbstdenkende Alarmkameras einbauen. Irgendwo. Ah, Wolf. Was? Kannst du den Pixelkram hier lesen? Moment. Ultra low frequency fields at this site. Succeed. ICC standards for human exposure. Failure to obey all posted signs could result in serious injury. Fehlt mir da eine Mod zu? Kann sein. Ich habe Pixelbrei. Sehr seltsam.
Ich habe da vorne zwei Robos. Aber ich habe auch drei EMP-Granaten. Ja, die habe ich auch. Die Robos. Die EMP-Granaten nicht. Boom, kaputt. Hier liegt doch bestimmt irgendwas hinter. Dann nicht. Ich muss halt mal die Robos ausschlachten, solange die noch nicht despawnen. So. Na, die großen Zellen brauchen noch eine Weile zum Despawn, meine ich. So 3 oder 4 Minuten. Die despawnen zu schnell. Alliere. Wenn du einmal stirbst und bist du wieder da, bist sind die weg. Hm, okay. Jo, Medischlüssel ist immer gut. Das ist aber gerade sehr gut, dass ich das vorlesen konnte, ne? Was da stand, weil das richtig wichtig für den Plot sein wird. Ja, also wenn wir auf einmal Nasen-, Augen- und Ohrenbluten gleichzeitig bekommen, wissen wir, dass wir in einem Ulf-Bereich sind. Da vorne läuft ein Router. Das blinkt schön. Hast du nicht dein EMP-Gewehr oder sowas? Noch nicht. Überhaupt normale EMP-Sachen? Ich hab meine Energiepistole. Alter, das ist einer von den Starken. Ja. Ja, Militärroboter halt. Ich nehme mal einen Wartungsdinger. Weißt du, warum ich das interessant fand? Warum? Der war schon angeschossen, wie du gesehen hast. Und der hat trotzdem eine EMP-Granate überlebt. Hm. Wow. Alter. Was denn? Hier ist eine Sicherheitskiste, die man hacken könnte, theoretisch. Ja. Stufe 6? Nee, ich kann die schon öffnen, aber das ist die hat so viele Sicherheitsnodes. Habe ich nicht dieses Teil? Ist das nicht dafür da? Nein, das ist nicht. Geil. Der Molekularanalysator ist wahrscheinlich sogar eigentlich eher für Research gedacht, oder nicht? Nein, der Molekularanalysator ist ein Reparatur-Tool. Okay. Könnt ihr Expert-Hack reinnehmen? Vielleicht. Immer noch 8 Nodes. Eine Fahrtanzugskarte, das ist schön. Und ein Pool. Ich hab Glück gehabt. Nice. Okay. Also hatte ich die Eisnote nicht erwischt. Nee. Wow. 50 Naniten. Jo. Doch gut. Ich glaube, ich habe sogar einen Naniten Plus gemacht, ein paar weniger. Aber das war diese schwere Heckkiste nicht wert. Moment, ich setze dir das Brown Boost ein, Moment. Hier ein kleiner Troll am Rande. Auch dieses Schild ist absoluter Klumpatsch. Wo bist du? Hinter dir. Moment. Also ich sehe den CO2 und so weiter. Hier beiseite. Ja, bin doch schon unterwegs. CO2 in use. Elevated levels of carbon dioxide. Ja, carbon dioxide. Kohlenstoffdioxid halt. Ja. May be present in this area. Potential Asphyxiation. Erstickungsgefahr. Aber Cation nicht, da fehlt dort. Wenn da Cation steht, dann ist hier ein fehlender Buchstabe. Asphyxiation. Ja, meinte ich. Habe ich noch nicht gesagt. Hazard. Sorry. Do not enter area if alarms sounding. Okay. Ich höre aber im Hintergrund Alarm. Den haben wir. Hochauflösend.